Hallo und herzlich willkommen zu Pflegeleicht. Heute liegt ein ganz besonderer Dreh vor uns, denn heute lassen wir Irene Nessler zu Wort kommen. Sie ist selber an Demenz erkrankt und wird uns in ihre Welt mitnehmen. Frau Irene Nessler ist ehemalige beliebte Lehrerin. Sie ist eine Künstlerin, aber vor allem ist sie eine ganz bezaubernde und faszinierende Frau, die mich sofort in ihren Bann gezogen hat. Ihre Puppen, die sie liebevoll meine Leute nennt, geben Frau Nessler jeden Tag Halt. Und oft ist der Zustand der Puppe ein Spiegelbild der Innenwelt von Irene Nessler. Vor 2 Jahren hat sie ihren Ehemann, ebenfalls Künstler, in den Tod begleitet. Die Familie geht davon aus, dass er an Demenz, Alzheimer, erkrankt war. Damals fiel es Frau Nessler schwer, Hilfe anzunehmen, und sie fühlte sich bis zur Selbstaufgabe verantwortlich. Heute hat sie selbst eine Demenz diagnostiziert bekommen und spürt die Veränderungen jeden Tag. Heute ist sie auf Unterstützung angewiesen. Dieses Gespräch hat fast 40 Minuten gedauert und diese Konzentration zu halten war anstrengend für sie. Das, was Sie jetzt sehen, ist ein kleiner Ausschnitt. Wir werden Ihnen das ganze Gespräch zur Verfügung stellen und den Link für Sie unten hinterlegen. Hier also der Einblick zur möglichen Einsicht. Liebe Frau Nessler, ich danke Ihnen, dass Sie uns in Ihr Haus lassen und uns in Ihr Herz lassen und in Ihre Gedanken lassen. Dass Sie uns heute eingeladen haben, um mit Ihnen über das, was ist, zu reden. Wie geht's Ihnen heute? Fangen wir so an. Es geht mir jetzt besonders gut, da ich so liebe Menschen um mich habe. Ich bin ja oft sehr allein und genieße das, wenn ich im Gespräch mich mitteilen kann und auch zeigen kann, was mich bewegt. Ja. Das sind eigentlich Höhepunkte in meinem Leben. Wie hat denn das angefangen? Wie haben Sie selber gemerkt, da ist etwas anders? War es das Vergessen? Das Vergessen. Das Vergessen. Und ich hatte ja eine Zeit lang auch Ausfall von Sprache, da fielen mir die Wörter nicht mehr ein. Der Verlust der inneren Welt war für mich ein sehr schmerzhafter. Ich glaube, das ist ein Problem, was ganz viele Angehörige und Zugehörige, wie man so schön sagt, haben. Weil man denkt, oh, Sie haben ja diese Diagnose und ich mach mal für dich. Das ist sehr bedrückend, beschämend, verletzend, unhöflich und ich war, muss ich sagen, sehr empört, so übergangen zu werden. Es ist schon ein kleiner Kampf um Selbstständigkeit. Ne? Dies heute Duschen war eine Freude für mich. Das alleine machen, ja. Was gibt Ihnen Halt im Alltag? Was tut Ihnen gut? Spazieren gehen. Ich gehe jeden Tag. Ich habe hier eine schöne Umgebung und da sind da so Teiche mit Enten und Schwänen dran drauf. Das ist Naturgeräusche und Erleben. Was ich aber weiß, dass Sie nicht wollen, dass Ihre Tochter sich aufgibt in der Pflege und aufreibt. Ne? Ich möchte sie eigentlich entlassen. Sie soll ihre Lebenszeit nicht für mich verbrauchen. So, das habe ich ihr aber auch schon oft gesagt, lehnt sie das ab. Also Sie möchten quasi nicht zur Last fallen. Ja, das ist meine größte Sorge. Weil ich erlebe das bei Menschen mit Demenz, dass vielleicht ihre kognitiven Fähigkeiten zurückgehen. Aber eins tritt ganz stark zum Vorschein, das ist nämlich das Gefühl. Wie äußert sich das bei Ihnen? Haben Sie auch das Gefühl, Ihre Gefühle werden stärker, kommen stärker nach vorne zum Vorschein? Ja, es drückt sich bei mir im Trauergefühl aus. Ich weine sehr leicht. Auch bei albernen Anlässen, die ich selber nicht... Ich sehe mich selber sehr kritisch und finde meine Heulerei lästig für mich und für meine Mitmenschen. Diese Depression nennt man das ja auch, die mich überfallen ohne Grund, stören mich sehr und quälen mich auch. Ich habe neulich eine Flötengruppe, in der ich lange mitgespielt habe, wieder besucht und auch mitgespielt einen Teil ohne Probleme. Ich konnte die Noten noch, ich konnte die Griffe noch und die spielten alle mit. Ich habe auch keine Fehler gemacht und ich habe 3/4 Stunde lang geheult nur. Es war mir so peinlich. Alle saßen rundherum.
Die Musik, also, und dann das, die mir bekannte Musik. Nee, da gehe ich nicht wieder hin. Gibt es denn sozusagen eine Waagschale? Gibt es denn auch die Freude, die umso intensiver wird? Ganz große Freude gibt es, wenn mir hier irgendwas gelingt. Und Sie haben einen sehr schönen Spruch gesagt, in der Demenz verliert man viele Dinge und ist auch wirklich darüber aufgeregt. Und dann kann man sich aber umso stärker auch freuen, wenn man die Sachen wiederfindet. Ja. Das ist wirklich, das kannte ich früher nicht. Ich habe gerade hier abgebissen von dem Kuchen, aber nun ist er weg. Jetzt ist er nicht mehr auf dem Teller. Ach, da ist er ja. Und das ist wirklich diese Wiedersehensfreude mit Dingen. Klingt sehr albern, aber nein, ist wirklich ist eine neue Erfahrung. Ja. Und Sie gehen, glaube ich, auch zum Sport. Und da hatten Sie mir das letzte Mal, wir hatten ja schon ein Kennenlerngespräch, da haben Sie mir erzählt, dass in diesem Sportclub einige Damen gerne auch rumgehen und sagen, ich habe Alzheimer. Ja. Ist das so? Ich habe mich anfangs geniert, dahin zu gehen und zu sagen, dass ich dement bin. Die Ärztin hätte mir das so gesagt. Und dann haben die gesagt, die anderen, die ja schon lange sind, ach, weißt du, wir sind alle dement. Und wenn du häufig und regelmäßig hier zum Turnen kommst, dann geht's dir besser. Dann bist du auch so fröhlich wie wir. Da wird nur gelacht und gescherzt und wirklich. Das ist schon eine Atmosphäre, die sehr erfrischend und wohltuend ist. Sie haben mir neulich ein Erlebnis erzählt und ich würde gerne, dass Sie uns noch mal das schildern, damit wir ein bisschen verstehen, wie sich das anfühlt. Sie sind, haben sich nachmittags hingelegt und sind dann aufgewacht und dachten, es ist früh am Morgen. Sie hätten das gerade weiß die ich Nacht nicht mehr, wann ich mich hingelegt habe. Jedenfalls saß ich beim Frühstück und sagte zu Anita, ach, wie schön ist es hier, so beim Frühstück in der Sonne zu sitzen. Da sagt sie, es ist Abend und das wollte mir nicht in den Kopf. Das ist mir nicht, da habe ich also einen Teil meiner Zeit, meiner inneren Uhr vergessen. Ich kam hier rein und hatte das schmerzliche Gefühl, jetzt habe ich die Zeit vergessen. Ja. Die innere, mir sehr wichtige, zuverlässige Zeit. Aber was wäre denn die richtige Reaktion, wenn Sie das erzählen? Was würden Sie gerne von Ihrem Umfeld, wie es reagiert? Meistens kriege ich gute Ratschläge oder Trost. Der Trost heißt meistens, na, das ist das Alter. Das haben viele. Das haben viele, hat meine Oma auch und meine Tante und meine Nachbarin. Die kennen das alle. Ja, das höre ich gar nicht gerne. Also Sie hätten eher gerne das Gefühl, dass die Menschen Sie verstehen und mit Ihnen gehen und sagen, boah, das kann ich verstehen, dass das wirklich blöd ist. Anstatt das zu deckeln und zu sagen, ach, anderen geht es auch so, mach dir doch keine Sorgen. Deckeln, das ist das richtige Wort. Ich will ja auch kein Mitleid. Ja, Frau Nestler, ich danke Ihnen für dieses Gespräch. Ach. Ich fand das ganz offen und stark von Ihnen, sich so sichtbar zu machen. Ich habe sehr viel heute von Ihnen gelernt und gehe bereichert nach Hause. Ich danke Ihnen, dass Sie mich so sensibel gefragt haben und so aufmerksam zugehört und verstanden haben, nicht? Ja, dafür, das Dankeschön. Ist ein schönes Erlebnis. Schön. Ja. Jetzt darf ich ein bisschen weinen, ne? Jetzt dürfen Sie weinen. Ich weine. Ich hoffe, wir haben Ihnen gezeigt, dass man keine Scheu haben muss, Menschen mit Demenz direkt anzusprechen. Im Gegenteil, es ist oft wahnsinnig bereichernd, die Perspektive mal zu wechseln. Ich hoffe, Sie sind das nächste Mal wieder dabei, wenn es heißt Pflegeleicht. Und bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Mehr Filme und Informationen finden Sie auf unserer Webseite. Und wenn Sie Wünsche bezüglich Themen haben, die wir filmisch für Sie umsetzen sollen, schreiben Sie mir an sophie.rosentreter@drk.de. Bis zum nächsten Mal bei Pflegeleicht.